In diesem Video wird gezeigt, wie man Routen von Komoot, Curvera, Kalimoto, MRA und vielen anderen Plattformen ganz einfach mit Google Maps auf dem Telefon nutzen kann. Viel Spaß! Als erstes Beispiel möchte ich zeigen, wie man eine Motorradtour aus Kalimoto in Track of the Day importiert und an Google Maps senden kann. Dazu starten wir Track of the Day und öffnen die Infopages. Am rechten Rand der Navigationsleiste kann man die Liste der voreingestellten Infopages öffnen. Hier findet man auch die Webseite von Kalimoto. Wer mag, kann sich bei Kalimoto anmelden und auf sein eigenes Kalimoto-Profil zugreifen. Das ist aber nur eine Option und kein Muss. Auf Kalimoto haben bereits viele tausend Nutzer ihre Motorradtouren veröffentlicht. Nachdem man eine Region und die Art der Tour eingegeben hat, erhält man eine Liste mit passenden Touren. Hier kann man sich nun etwas aussuchen und über die Details der jeweiligen Tour einen Export im GPX-Format durchführen. Track of the Day erkennt jeden GPX-Export und öffnet alle Touren automatisch. Google Maps ist ein sehr einfaches Planungsprogramm und kann keine GPX-Tracks öffnen. Damit es trotzdem klappt, konvertiert man jeden GPX-Track in eine GPX-Route. Diese Funktion ist über das Kontextmenü in der Liste der Tracks erreichbar. Man erhält nun eine GPX-Route, die mit den gängigen GPX-Navigationsgeräten genutzt werden kann und mit der man während der Navigation Abbiegehinweise erhält. Damit man diese Hinweise auch auf TomTom-Geräten erhält, kann man alle Routen in Track of the Day auch im TomTom-spezifischen ITN-Format an seinen TomTom-Rider exportieren. Zu den wesentlichsten Einschränkungen von Google Maps zählt, dass Routen kurz sein und nicht mehr als etwa 10 Routenpunkte enthalten sollen. Lange Routen kann man in Track of the Day ganz einfach aufteilen und erhält beispielsweise jeweils eine Route für den Vormittag und eine für den Nachmittag. Nachdem alles vorbereitet ist, klickt man die Routen mit der rechten Maustaste an und wählt in Google Maps öffnen aus. Track of the Day erstellt nun eine Route im speziellen Format von Google Maps und öffnet sie über die Google Maps Integration. Nun kann man sich bei Google anmelden und die Route direkt an sein Telefon senden. Analog zu dieser Vorgehensweise kann man Touren auch von den anderen integrierten Plattformen herunterladen. Wichtig ist nur, dass man sie als Track herunterlädt. Nur so erhält man Touren, die nicht neu berechnet werden müssen und letztlich vielleicht ganz anders aussehen. Wer gern direkt in Google Maps plant, kann auch das tun und seine Google-Routen ganz einfach in Track of the Day öffnen. Wenn ihr Fragen zu Track of the Day habt, könnt ihr jederzeit eine Support-Anfrage über das Kontaktformular von www.trackoftheday.com schicken. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss!